Jupp, da sind wir also wieder. Ich habe mir gedacht, ich gehe mal hier zuerst zum Händler, der wurde ja auch ausgeraubt und so. Und der hat dann bestimmt irgendwas zu nörgeln, wobei man ihm helfen kann, was vielleicht ein bisschen wichtiger ist als diese komische Liebesbrief-Scheiße. Ah, bla 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 bla, die beiden streiten sich, alles klar. Ja, wie auch immer. Ja, genau, du wirst ja ausgeraubt, wissen wir schon, wir fragen aber trotzdem nochmal Hilfe. Okay. Natürlich, natürlich, natürlich. Bleak Falls Barrow, alles klar. Okay, da hängt der Haussegen wohl wirklich schief. Auch wir wollen hier raus. Auf geht's. Ah, bla bla, across und so weiter. The mountain just over und so weiter. Okay. Traps, Trolls and who knows what else. Na, gucken wir mal. Die goldene Klaue. Oh, he's a tricky one. Ja, okay, laufe ich da mal hin. Das erinnert mich an meinen ehemaligen Professor, der meinte auch immer, irgendwas mit Grammatik kam und so weiter, ist nicht so ganz einfach durchschaubar war, meinte er auch so, ah, das ist tricky, das ist ganz schön tricky an dieser Stelle. Was hat er da gemeint? Ja. Und der, oh, Lucan scheint wohl auch so ein bisschen tricky zu sein. Ja, schön. Oh, können wir die Dinger wieder wegstecken? War wohl nur eine. Gestern war ich ja mal draußen, das muss ich ja mal erwähnen. Ich war im richtigen Leben draußen mit meinen Freunden. Ich habe auch im richtigen Leben Freunde. Bin also nicht so ein extrem Nerd, der den ganzen Tag über japanischen Gedichten sitzt und Skyrim spielt. Nee, manchmal beschäftige ich mich auch mit buddhistischer Ikonografie und so. aber davon mal ab. Gestern waren wir weg und dann habe ich eine Frau in so einer Kneipe so ein bisschen verwirrt, weil wir waren da irgendwie und haben was getrunken und was zum Teufel? Ja, Moment, der greift da noch nicht an. Ich will nichts von euch. Greift er mich jetzt trotzdem an? Oh, der geht's ja wohl nicht. Was zum Teufel? Ja, wir waren jedenfalls in. Ich will nicht mit denen. Ich will auch nicht von denen angeschossen werden. Die sollen sich verpissen. Und dann sind wir später wieder weggegangen, weil da war irgendwie so ein Straßenfest, wo wir dann mal so unser Unwesen getrieben haben. Aber wir konnten da nicht die ganze Zeit unser Unwesen treiben, weil da irgendwie Hip-Hop lief. Und das war. Ne? Und schon wieder rote Punkte. Na, auf jeden Fall musste ich dann irgendwann noch aufs Klo, weil ich konnte ja nicht auf die Straße pissen. Das macht man ja nicht. Das ist ja so ein bisschen. Und, oh, deine Mutter. Also bin ich zurückgegangen zu der Kneipe und meinte zu der Frau hinter dem Tresen so: Entschuldigung, ist es mir gestattet, auch ohne den Konsum eines Tees die sanitären Anlagen zu benutzen? Und sie musste so lachen, das war so unglaublich. Was zum Teufel? Warum läuft denn der hier? Wirklich, hier schneit's.
Es ist arschkalt, es ist windig, man wird angeschossen und der läuft hier oben ohne rum, nur mit so einer geilen Lederfetischbekleidung. Der holt den Arsch offen. Wo ist er denn? Da ist er hier, Mr. Schießer. Ja. Ja, das hast du dir verdient, du Stück du. Ja, hoffentlich ist er nicht so weit geflogen. Wo ist er überhaupt hingeflogen? Oh Gott. Ich will doch Leichen fleddern. Toll, jetzt muss ich da gleich wieder drum rumlaufen, nur weil der so blöd gefallen ist. Ja, nicht mal tot ist der zu was zu gebrauchen. Da fällt er auch noch blöd hin. Gott. So, ja. Wunderbar. Auf jeden Fall, wir sind jetzt da, wo wir sein wollten. Und ja, genau. Sanitäre Anlagen benutzen war dann auch kein Problem, weil die Frau so amüsiert war, die konnte, glaube ich, gar nicht mehr kontern. Ja. Gut. Genau, hier die Tür. Machen wir mal auf. Okay. Hier liegen Tierchen, denen man irgendwas abnehmen kann. Hier liegen Menschchen. Auch oben ohne natürlich. Es ist bestimmt hier so ein Swingerclub auf dem Berg, Alter. In einer richtig romantischen Bergwaldlage. Haben die sonst noch was Schönes? Ja, gucken wir mal weiter. Hier ist noch ein Tier. Und noch ein Tier. Oh ja, haben mich natürlich entdeckt, alles klar. Okay. Können wir alles gebrauchen? Sind ja keine Kostverächter. Hier habe ich die Ische auch erwischt, ja. Und, ja, gut. Dann kann ich jetzt nämlich meine hässlichen Schwerter irgendwie mal fallen lassen und kann stattdessen, weil die bringen mir sowieso nichts, wenn ich die verkaufe, dann schmeiße ich die jetzt einfach weg. Und davon kann ich eigentlich auch einen wegschmeißen. Ja, wunderbar. Dann kann ich nämlich ein bisschen schneller hier rumhauen, wenn ich den Bock habe zu hauen. Guck mal noch, was in der Kiste ist und dann machen wir erstmal Pause. Nein, aber fast. Okay. Ja, da sind schöne Sachen drin. Ne? Bla bla bla, will attack, bla bla bla. Ja, hört sich gut an. Außerdem ist es teuer, kann ich verscheuern. R und Ende.